Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Alle guten Dinge sind drei oder was, ne? Wir starten hier gemeinsam mit dem Dwighty Boy und wir haben heute eine Karte dabei. Also was heißt heute? Jetzt. Jetzt haben wir eine Karte dabei. Hier ist sogar ein Totem. Das nehmen wir erstmal schnell weg. Schade, der Dwight ist weggegangen. Aber so wie es aussieht, kommt der Killer sowieso nicht her. Das bedeutet, wenn das jetzt Ruin war, dann freut der Killer sich wahrscheinlich richtig. So, da vorne haben wir wieder noch ein weiteres Totem. Aber wir arbeiten erstmal am Generator, Leute. So, jetzt heißt es Daumen drücken, dass wir diese Runde hier mal ein bisschen was reißen können. Also irgendwie waren mir die anderen Runden bisher nicht so wirklich vergönnt. Ich spoiler jetzt mal nicht, weil es gibt ja manche Leute, die dann immer von oben nach unten gucken, bis sie eine Folge kennen. Quasi in der falschen Reihenfolge in Anführungsstrichen und nicht über die Playlist. Deswegen erstmal keine Spoiler hier. Gut. Und wir haben hier gleich den ersten Generator sogar schon fertig. Ich weiß nicht, ob der Killer... Ah, es ist ein Gespenst. Alles klar. Dann können wir uns das Totem holen. Der Michos wurde auch erwischt. Wie spricht man dieses S aus? Micha? Michas? Das wäre ja normal ausgesprochen quasi. Naja, keine Ahnung. Vielleicht schreibt er mir das. Ja, guck mal, die heißen. Der eine heißt Micha for Burn und der andere heißt Michas. So, ich habe eine Karte dabei, übrigens. Und da kann ich auch Killer-Eigentum drauf verzeichnen. Das ist der große Vorteil dieser Karte hier. Und nächste Person wurde erwischt. Jetzt wird aufgesammelt. Komm mal her hier. Können wir dich hochheilen? Nicht? Okay. Dann machen wir den Generator. Ah, der kommt sogar in den Keller rein. So, wir haben ja Verwandt. Ich würde sie hier ganz gerne hochheilen. Damit wir schon mal die ersten Autodidakt-Stacks bekommen. Sie rennt bis hierhin. Und dann genau so, dass ich nicht mit in der Palette bin, Alter. Vielen Dank für gar nichts. Immerhin, sie hat mir den ersten Stack gegeben. Das ist ja auch schon mal was wert. Und der andere arbeitet dort einfach weiter. Das heißt, wir gehen schnell rennen. Wir gehen schnell rennen. Wir gehen schnell retten. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. So, die andere Person wird noch gejagt. Ich könnte dich versuchen, im Keller hochzuheilen. Falls du dich drauf einlässt. Wie gesagt, guck, die Obsession wird gejagt. Du siehst es. Du siehst es und du bleibst hier. Oh mein Gott, Leute. Das ist ja schön. Das ist wunderschön. Was ist hier los? Die Mates arbeiten mit. Oh Gott. Da geht's einem ja direkt runter wie Butter. Ich habe eine Daily Quest für die Leute, die es noch nicht gewusst haben. Und ich habe keinen Skillcheck bekommen. Das ist mies. Ach, gemein. Also, wir haben noch eine Daily Quest. Wir sollen mit Mac. Ich könnte eigentlich hier rangehen, ne? Dann hilft der andere mir wahrscheinlich gleich sogar noch. Und der Dwight arbeitet vielleicht an einem weiteren Generator hinten in der Ecke oder so. Das würden wir ja sehen, sobald der nächste hängt und wir wieder Verwandt am Start haben. Aber mein Setup habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt am Anfang, weil ich das jetzt halt die ganzen Runden so mit durchgeschleppt habe. Ah, ne, hier ist der Dwighty Boy. Okay, dann halt zu dritt. Gibt nochmal schön die Koop-Punkte. Obwohl, naja, gibt es eigentlich so auch schon. Es gibt nicht mehr Koop-Punkte, wenn man mit mehr Leuten dran ist, oder? Ich muss ehrlich sagen, dass ich das noch nie... Da habe ich noch nie drauf geachtet, aber ich glaube nicht. So. Man bekommt die Punkte natürlich aber schneller. Dadurch, dass der Gen halt auch schneller durch ist. So, da vorne ist Rin. Jetzt ist die Frage, warte mal. Wenn ihr jetzt beide hier so durch die Gegend rennt... Obwohl, er rennt ja mit mir, ne? Hm. Ich würde ganz gerne mal gucken. Keine Totems. Oh, jetzt ist die... Oh, scheiße, die waren dann. Entschuldigung. Ich habe den Skillcheck genau bekommen, als ich aufgehört habe. Hier ist der Keller aber nicht. Ach, über mir. Ich habe gerade schon mir gedacht, so, hä, wo ist denn hier noch ein Haken? Über uns. Ja, das ergibt Sinn. Die ist nicht unsichtbar, die täuscht nur an.
Die steht da. Nicht Jake. Jetzt ist sie weg. Jetzt kannst du gehen. Die ist einfach dort an der Stelle stehen geblieben. Okay, wir haben ja verwandt. Wir sehen also, dass sie nicht weggeht. Dann gehen wir halt zum Generator. Hab ich noch irgendwo... Nö, kein Totem. Sie campt. Sie campt. Jetzt hat er auch mal reingeschissen. Jetzt ist sie weggegangen. Ist halt die Frage, ist sie hinter dem... Nö, ist sie nicht. Sie bleibt einfach stehen. Okay, das Einzige, was ich machen könnte... Wir machen jetzt fertig, würde ich sagen. Hey, Dwight! Nein! Okay, er sieht's nicht, ne? Er hat halt keinen Verband dabei. Er will halt unbedingt jetzt helfen. Aber sie campt da. Einzige, was wir hätten machen können, wenn sie wieder in die Unsichtbarkeit geht... Genau jetzt, in dem Moment, hätten wir einfach durchschleichen müssen. Aber das hilft ja auch nicht. Ja, sie steht da halt. Ich mach den Generator jetzt fertig. Sie will den Typen da oben wegcampen. Er rennt nach oben. Oh Gott. Hast du Adrenalin? Aber sie ist oben. Okay, ich renne nach da hinten, versuche das Tor aufzumachen. Und sie hat natürlich noch Nöte dabei. Ich habe leider kein Totem mehr auf meiner Map gehabt. Ich mache jetzt die Daily noch fertig, Leute. Weil das ja der ganze Spaß ist, warum wir hier die ganze Zeit versuchen, mit Mac auf Krampf nochmal irgendwie durchzukommen. Ja, Nöte. Wow. Oh, jetzt habe ich nochmal einen Kartenspeer bekommen. Noch eine Person down. Also ich muss eigentlich das Tor... Jetzt sind alle down. Ach komm, Leute, das ist doch jetzt ein schlechter Joke. Ganz ehrlich, ich gehe raus. Weißt du was? Das ist mir jetzt zu blöde. Die Leute sind selber schuld. Die hat da gecampt. Die haben sich selber ausgesucht. Ich habe keine Lust, dass ich jetzt wieder der Idiot bin, der am Ende stirbt, ja. Ich bin jetzt entkommen. Ich habe meine Daily fertig gemacht. Und mach mich bereit, jetzt gleich noch gehatet zu werden von meinen Mates. Aber ganz ehrlich, die sind selber schuld. Die hätten einfach auch abhauen können. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. So, okay. Leute, Daily noch geschafft. Ja, können wir nochmal einen Haken dran machen jetzt endlich. Blutpunkte technisch war es in Ordnung. Wir haben 19k. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und ja, die anderen Leute werden jetzt wahrscheinlich alle sterben. Es sei denn, der eine hat vielleicht noch einen Strike und kann dann raus. Aber das ist schon wieder so... Ach, wenn die sich dem Killer so an den Hals schmeißen, da bin ich raus jetzt. Ich habe gelernt in den letzten Wochen, ja, weil dieser Spielstil sich so ein bisschen etabliert und ich, nee, ohne Grants, Leute, ohne Grants. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ja, macht ihr euch noch einen schönen Tag. Danke an Tossi und die Kanalmitglieder für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss, tschüss.